Dabei durfte Kickers-Coach Horst Steffen durchaus an einen Punktgewinn in Bielefeld glauben, denn sein Team ging durch Marquezes Elfmeter nach 21 Minuten verdient in Führung. Kurz vor der Pause die vielleicht entscheidende Szene des Tages. Stuttgarts Müller rempelte Burmeister um und sah dafür die rote Karte. Noch vor dem Seitenwechsel kassierten die Schwaben durch Christian Müllers Aufsetzer in Unterzahl den Ausgleich. Und genau der gleiche Christian Müller schoss die Bielefelder Gastgeber direkt nach der Pause in Führung. In der 52. Minute schien die Partie praktisch schon entschieden. 3:1 für Bielefeld, Kopfball-Börner. Die Stuttgarter gaben dennoch nicht auf und Sorianos herrlicher Fallrückzieher ließ die Kickers noch einmal hoffen. Allerdings nur kurz bis abseits unserer Kameras Bielefelds Treffer zum 4:2 Endstand fiel. Torschütze zum dritten Mal Christian Müller. Ohne die rote Karte wäre wohl mehr drin gewesen für die Elf von Horst Steffen.